CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Köhler, ich konzentriere mich mal auf die beiden Anträge von Bündnis 90 Die Grünen mit Ihrem Einverständnis, weil da ist vielleicht mehr dazu zu sagen. Denn, liebe Kollegin Baerbock, es ist doch so, wenn Sie Forderungen stellen und Wünsche äußern, dann müssen Sie natürlich irgendwo mit realistischen Lösungsansätzen verbunden sein. Ansonsten wird es so sein, dass es dann politische Träumereien sind. Denn Sie suggerieren doch, dass Sie nur mal ganz kurz aus der Braunkohle aussteigen sollen und die Landschaft mit Windkraftanlagen zustellen. Und schon ist die Energieversorgung gesichert, die Erfolge sind da und beim Klimaschutz ebenso. Und das ist aus meiner Sicht aber ein fataler Trugschluss. Denn wenn Sie sich zur Energiewende bekennen, und das machen Sie ja, und wenn Sie den Erfolg der Energiewende haben wollen, dann müssen Sie auch sich zum Zieldreieck bekennen. Das haben Sie ja bisher immer gemacht, aber Sie haben sich dabei letztendlich irgendwo verlaufen. Denn zum Zieldreieck, was übrigens gleichwertig ist, gehört A, die Versorgungssicherheit, B, die Wirtschaftlichkeit und C, die Umweltverträglichkeit. Und da haben Sie starke Defizite, insbesondere bei der Versorgungssicherheit. Denn wenn Sie aus der Kohle so massiv aussteigen wollen, ohne Alternativen, dann sind Versorgungsengpässe da. Sie können nun mal nicht gleichzeitig aus der Kernenergie aussteigen und aus der Braunkohle aussteigen. Das funktioniert nicht. Zweitens die Wirtschaftlichkeit. Bei der Wirtschaftlichkeit ist es ja so, dass wir jetzt versucht haben, ein zartes Pflänzlein zu pflanzen mit den Ausschreibungen hin zu marktorientierten Schritten in der erneuerbaren Energien in den Markt. Und wir haben da auch schon die ersten Erfolge zu verzeichnen, denn wir haben 3,82 € pro Kilowattstunde im Schnitt gegenüber vom Jahre 2017 9,6 €. Und jetzt muss man doch erst mal dieses Pflänzchen wachsen lassen. Sie fordern aber massiven Windausbau, zusätzliche Gigawattleistungen, ohne zu wissen, wie es letztendlich abtransportiert werden kann. Und drittens die Umweltverträglichkeit. Zur Umweltverträglichkeit gehört natürlich der Klimaschutz, gehört dann aber auch der Umweltschutz und der Naturschutz. Und für mich gehört auch der Mensch dazu. Und da kommen wir gleich nachher noch mal dazu. Denn der bloße Zubau, meine Damen und Herren, der bloße Zubau sagt nichts über den Erfolg der Energiewende aus. Es wird kein einziges Gramm CO2 eingespart, kein einziges Gramm CO2 eingespart, wenn wir die Leistung nicht nutzen können, wenn wir die Energie nicht abtransportieren können. Und mit diesem teilweise sehr teuren und nutzlosen Zubau der Windenergie bricht auch die Akzeptanz für die Energiewende bei den Bürgern ein. Herr Köppen, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Gerne. Bitte schön. Können Sie sich vorstellen, dass man aus erneuerbarem Strom jede Menge sinnvolle Dinge machen, die CO2 sparen, auch wenn man noch mit dem Netzausbau nicht fertig ist, zum Beispiel im Wärmebereich, zum Beispiel im Verkehrsbereich? Es liegt ein Konzept der Landesregierung Schleswig-Holstein vor, Strom nutzen statt abschalten. Es ist also möglich, mit jeder zugebauten Kilowattstunde Windstrom tatsächlich Klimaschutz zu machen. Kennen Sie dieses Konzept und finden Sie es richtig? Das finde ich sehr gut und finde ich auch sehr richtig. Und da gibt es bei mir im Wahlkreis auch sehr gute Beispiele, wenn man aus dem überschüssigen Strom letztendlich Wasserstoff herstellen kann, was für die Industrie sehr wertvoll ist, dass man zusätzliche Speicher damit lösen kann. Das ist sehr gut. Und deswegen fordere ich ja auch, und das ist ja auch unser Ansatz, dass wir sagen, wenn wir die Netze nicht haben, brauchen wir eine Änderung im EEG. Und die ist schlicht und ergreifend, und das ist auch ein Zeichen oder eine Forderung an unseren möglicherweise zünftigen Koalitionspartner, dass nur die Energie vergütet werden sollte, die auch genutzt wird. Also nur der Strom, der durch den Zähler fließt oder der letztendlich in einen Speicher fließt, der muss auch letztendlich genutzt werden. Das ist ja eine Forderung, die wir lange stellen. Und dazu kommt es aber nicht. Und deswegen bleiben das Träumereien. Und deswegen werden wir mit der Energiewende keinen Erfolg haben, wenn wir blind und bloß zubauen, ohne zu wissen, was wir mit der Energie machen. Und wir verfolgen noch einen weiteren Ansatz. Wir verfolgen den Ansatz, dass wir dass wir mit dem Netzausbau und mit den erneuerbaren Energien, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien synchron gehen müssen. Alles andere wäre dann
in Richtung ungenutzter Herr Köppen, Energie. Es gibt wieder eine Frage, wollen Sie von Frau Dr. Verlinden? Herr Köppen, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich habe jetzt wahrgenommen, Sie sagen, Windenergieausbau bringt Probleme mit sich, man muss verschiedene Voraussetzungen bedenken und so weiter. Alles schön und gut, haben wir im Ausschuss ja auch gestern ausführlich darüber gesprochen. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie viel Gigawatt Windenergie onshore Sie nächstes Jahr ausbauen wollen. Also, ne, es gibt ein Erneuerbares Energiengesetz, in dem steht eine Summe drin. Es gibt einen Koalitionsvertrag, da steht, wir machen eine Sonderausschreibung nochmal von 2 Gigawatt obendrauf. Wie viel wird denn nun nächstes Jahr ausgeschrieben? Dazu haben wir ja ganz deutliche Festlegungen getroffen im vergangenen Jahr. Und die sollten wir auch nicht erhöhen. Also diese Leistungen, die wir festgeschrieben haben durch die Ausschreibung, die dürfen auch nicht erhöht werden. Denn noch einmal, bei mir im Wahlkreis stehen als Beispiel 800 Windkraftanlagen, das ist die Planungsgemeinschaft Uckermark und Barnim. Und die stehen da nicht nur, sondern die stehen teilweise sehr still. Und es wird trotzdem vergütet. Und das kann man doch niemanden, wirklich niemanden erklären in Deutschland, dass noch zusätzliche Windkraftanlagen gebaut werden sollen, wenn die Netze fehlen. Und die Netze werden ja beklagt von den gleichen Leuten übrigens, die den zusätzlichen Windkraftausbau fordern. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nicht richtig, dass wir jetzt zusätzliche Windkraftanlagen bauen und ohne den Strom wirklich nutzen zu können. Und gerade bei Bündnis 90 Die Grünen ist das noch ein bisschen sehr einseitig mit dem Zieldreieck. Da bin ich wieder bei Ihrer neuen Vorsitzenden, bei Frau Baerbock. Die hat in der Märkischen Allgemeinen Zeitung am vergangenen Freitag auf die Frage, ob sie Verständnis hätte für die Bürger, die die Anlagen nicht vor der Haustür haben wollen, Folgendes geantwortet. Ich zitiere, direkt vor dem Haus hat sie ja keiner, dafür gibt es Abstandsregeln. Jetzt muss man mal sagen, es ist in der Tat so, vor dem Haus hat sie natürlich keiner, aber 800 Meter, wie bei uns in der Planungsregion, mit einer Windkraftanlage, die 200 Meter hoch ist, dann ist das schon vor der Haustür. Und da kann ich Ihnen aber Beispiele zeigen, nicht nur fotografieren, sondern ich lade Sie gerne dazu ein, das ist mit den Bürgern nicht zu machen. Und dann geht es ja weiter. Wenn sich eine Bürgerinitiative gegen den Bau von Windrädern im Wald engagiert, aber nichts dagegen hat, wenn der Wald für eine Autobahn abgeholzt wird, dann frage ich mich, um was es wirklich geht. Und ich frage, wenn ihr den Windpark nicht wollt, wäre euch ein Kohlekraftwerk dann lieber? Das ist an bösen Sarkasmus nicht zu überbieten. Das ist Realitätsverweigerung und ist Ignoranz gegenüber den Sorgen der Menschen, die sie haben, wenn sie in ihrer Region sagen, ich möchte nicht weitere Windkraftanlagen bei mir haben. Und es geht weiter. Es geht weiter. Natürlich gibt es viele, Zitat, viele lautstarke Bürgerinitiativen gegen Windräder. In der Bevölkerung aber, im Gesamtverhältnis, erreichen die Erneuerbaren eine Akzeptanz von nahezu 90%. Lautstarke Bürgerinitiativen. Das erinnert mich an einen Brief, den ich bekommen habe von einem Windmüller, der auch Bundeswindlobby arbeitet. Der hat gesagt, ich solle mich doch nicht immer bei den Schreihälsen aufhalten, soll es doch mal wirkliche Energiepolitik machen. Wenn wir so mit den Bürgern umgehen, lautstarke Bürgerinitiativen und die Leute als Schreihälse bezeichnen, dann rutscht uns die Energiewende völlig daneben. Und nun mag die Zustimmung ja. Wollen Sie? Ja, bitte. Wir haben heute nichts mehr vor. Doch, wir haben schon noch was vor, aber das würde ich darum bitten. Achso, entschuldigen Sie, ich muss Ihre Redezeit anhalten. So, also das wäre dann die letzte Zwischenfrage vom Kollegen Krischer. Oder Bemerkung. Herzlichen Dank, Herr Köppen, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe Ihnen jetzt sehr aufmerksam zugehört. Das haben Sie nicht. Doch, ich habe sehr aufmerksam zugehört. Und ich frage mich, ich gucke mir ja schon seit 4 Jahren jetzt diese große Koalition an, alles das, was Sie hier an Problemen benennen, die Union regiert übrigens seit 12 Jahren schon, das ist alles das, was Sie politisch verantworten. So, jetzt haben wir eben von der Bundesumweltministerin, die das auch bleiben möchte,
gehört, es soll eine neue Entschiedenheit geben. Das kann man ja nur so interpretieren, dass viel mehr passieren soll bei Windenergieausbau und anderen Dingen, die Sie da jetzt in den Senkel stellen, die Sie kritisieren. Dann bitte ich Sie, mir zu erklären, stehen Sie hinter der neuen Entschiedenheit von Frau Hendricks oder hören wir hier schon wieder, dass die Große Koalition, bevor sie überhaupt angefangen hat, alles schon wieder kaputt tritt, was es möglicherweise an positiven Ansätzen in dem Bereich geben könnte? Also Sie haben mir offensichtlich nicht zugehört. Ich habe mich auf Ihre beiden Anträge fokussiert. Und da geht es um den Braunkohleausstieg, den sofortigen Braunkohleausstieg, und es geht um den Zubau von Windenergieanlagen. Und der ist aus meiner Sicht, so wie Sie es gefordert haben, in der neuen Ausschreibung, dass Sie zusätzliche Ausschreibungen machen und so weiter, das aus meiner Sicht nicht gewährleistet, dass wir ohne die wirkliche Nutzbarkeit der Energie, die wir dann produzieren, weitere Windkraftanlagen bauen. Darauf habe ich mich fokussiert. Und da geht es nicht um die Ziele, die wir im Koalitionsvertrag haben. Es geht auch nicht um die Ziele, die wir in Kyoto und sonst wo vereinbart haben, sondern es geht darum, dass ein reiner und bloßer Zubau ohne Nutzbarkeit eben nicht zur Energiewende und zum Erfolg der Energiewende beiträgt. Und übrigens, die Zustimmung für die Windkraftanlagen mag ja in Berlin-Mitte und Potsdam bei 90% liegen, aber wenn wir so weitermachen, und ich lade Sie auch mal gerne ein, Frau Baerbock, in die Uckermark, in den Barnim, auf die Nauener Platte, Ostprignitz-Ruppin, Potsdamer Umland, da wird die Ablehnung bald bei 90% sein, wenn wir so weitermachen. So, also, ich will sagen, wir müssen die Energiewende wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Der Anlagenzubau muss in erster Linie der bezahlbaren, sicheren, sauberen Energieversorgung dienen, nicht der Renditeversorgung der Windenergiebranche. Blinder, massiver Zubau, fehlende Akzeptanzregeln und technogene Verriegelung, Windkraftanlagen übrigens im Wald, der größte Unsinn, sind Gift für die Akzeptanz der Energiewende und schadet den erneuerbaren Energien. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Köppen. Letzter Redner. Letzter.